Wie komme ich mit dem Rollator, mit dem Rollstuhl, mit Gehhilfen oder auch mit einem Kinderwagen, am besten in einem Bus? Technisch eher kein Problem, denn die Fahrzeuge sind Niederflurfahrzeuge und die Bordsteine oft die sogenannte Kasseler Borde. Diese und andere Fragen wurden beim ersten Mobilitätstraining der EWF, der BKW in Bad Wildungen beantwortet. Gut. So, jetzt kommt aber das Wichtige, jetzt den Rollator drehen, zurückgehen und dann bitte diesen Platz wählen, weil der ist nämlich am sichersten. Jetzt den Rollator wieder sichern und dann können Sie sich auch zur Not so drauf legen, weil jetzt setzen Sie gut rein. Wenn das Fahrzeug bremst, wir haben ja dynamische Achslastverlagerung, dann geht ja alles nach vorne. Das heißt, wenn ich hier sitze, dann gehe ich schon mit dem Rollator nach vorne. Bleibe ich aber, das fällt immer ab, bleibe ich aber dort sitzen, habe ich im Rücken und der hält mich. Ja, wir von der EWF Unternehmen sind heute hier in meiner Person Axel Backhaus, Trainer für Deeskalation und Sicherheit am Bus, im Bus, um den älteren Herrschaften oder auch Leute, die darauf angewiesen sind, näher zu bringen, dass es sehr wichtig ist, sicher sich in so einem Fahrzeug zu bewegen, ein- und aussteigen zu üben, um hier Kippen oder Stürze zu vermeiden. Das ist ganz wichtig. Bus steht. Und jetzt erst aufstehen. Los. Dann wieder hier zurück. Dann einmal den Rollator drehen, indem man die Bremsen zieht. Genau, da kann man quasi sehr gut. Bei der Kante aufpassen, stehen bleiben. Rollator wieder sichern. Festhalten. Aussteigen. Kurz gucken, ob es frei ist. Und dann zurück und raus. Bremse lösen. Und absetzen. Und dann seinen gewohnten Gang gehen. Jo, einkaufen. Das Angebot, welches die EWF hier heute anbietet, um mit körperlich eingeschränkten Personen den Einstieg in den Bus zu trainieren, wird seitens der Stadt Bad Wildungen sehr begrüßt. Insbesondere, weil wir ja eine immer größere Teilnehmerzahl haben an Gästen und an Patienten, die entsprechende Behinderungen oder Unterstützung benötigen. Und mit Schulkindern wird entsprechend schon trainiert an den Schulen seitens der EWF, wie man sich richtig im Bus verhält, wie man richtig einsteigt, wie man richtig sitzt. Und umso richtiger und wichtiger ist es an der Stelle auch, dass dies mit erwachsenen Personen auch mal gemacht wird. Und wie gesagt, die Stadt Bad Wildungen begrüßt es und unterstützt das natürlich auch und wünscht sich, dass möglichst viele an diesem Programm teilnehmen. Ja? Mein Sohn ist Physio, ja. So, und wir haben aber auch Rollstuhlfahrer, die halt hier verrückten in ihren Reha-Rollstuhl sind. Das sind dann wirklich Amateure, ja? Und die kommen mit dem Ding nicht klar. Und die haben halt wirklich die Angst, wenn die, auch wenn die steigen jetzt nicht so wie sie hier, sind auch flacher, die haben halt Angst, die schieben sich einmal an, dann kippelt das nur mal ganz kurz ist gefährlich. Und dann haben die einen Schockstab, wie ein Schockstab, dann geht nichts mehr.